Eine apokalyptische Seuche breitet sich aus an den Grenzen unseres Reiches. Die Provence, Piemont, die Lombardei, Kärnten und Schwaben sind demnächst zum Teil alle betroffen. Könnte zumindest so sein. Und willkommen. Weiter geht's bei Crusader Kings 3. Und wir gucken uns als allererstes mal die Seuche an. Das ist das Schwäbische Feuer. Das Antoniusfeuer. Eine durchaus sehr ansteckende Krankheit mit einer apokalyptischen Wirkung. 36 Tote, das finde ich allerdings noch relativ gering. Und wir werden immer noch darauf hoffen, dass unser super guter Hofarzt hier in der Lage ist, uns zu beschützen. Wir sind gerecht, wir vertrauen ihm. Er hat uns immer gute und treue Dienste geleistet und wir sagen halt unseren Schwaben, das ist nicht richtig. Aber das hat auch zur Folge, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie das Mittelalter damals halt funktioniert hat. Und es heißt ja schwäbisches, ich glaube Feuer war es, was Fieber, nee, Feuer, ne? Genau, das schwäbische Feuer und der aktuelle Herzog der Schwaben ist einfach unser Sohn. Und es ist das schwäbische Feuer und unser Sohn ist der aktuelle Herzog der Schwaben und dafür für uns als gerechter Herrscher verantwortlich. So, und jetzt sind wir in einer Zwickmühle, dass wir auf der einen Seite sagen, hey, wir lieben dich, du bist unser Sohn. Es ist alles super, du bist ein ganz toller Kerl, du bist direkt nebenan, wir verstehen uns super, jeden Abend gibt es ein Bierchen gemeinsam, ja, also wirklich ein toller Sohn. Und jetzt kommt das Problem, aber, sein Name steht nun mal leider hier mit drinne, ja. Und ich habe lange überlegt und ich habe leider hier nichts Richtiges gefunden. Mir fehlen hier so Aktionen wie Bestrafung oder irgendwie sowas. Wir können auch eventuell den Papst fragen, Anspruch zu erbitten, aber das machen wir nicht. Wir haben mit dem Papst nichts zu tun und das finde ich nicht richtig. Wir könnten ein Bündnis aushandeln, wir haben sogar ein Druckmittel mit unserem eigenen Sohnemann, aber man weiß auch nicht, wie lange er noch überlebt. Er hat grundsätzlich, ist es in Ordnung, aber er hat Liebesbläschen, wir sehen es, er ist ein bisschen krank. Und tja, es gibt leider wenig Möglichkeiten jetzt hier, auch so feindselige Sachen. Wir könnten ihn denunzieren und enterben, das wäre eine Möglichkeit, aber nur wegen der Krankheit. Wir werden uns das offen halten und eventuell sogar Kriege, die Ansprüche von den guten Gebhard durchsetzen, wenn diese Schwindsucht oder wenn dieses schwäbische Feuer wirklich stärker wird und sich zu einer grandiosen, großen, gigantischen Epidemie ausbreitet, dann sehe ich schon die Notwendigkeit, dass wir dem Einhalt gebieten und da ist es dann leider so, dass wir dann gegen unseren geliebten Sohn in die Schlacht ziehen werden, denn wir glauben ja daran, Wir sind ja sehr leichtgläubig, dass das schwedische Feuer von ihnen gesandt wurde, von Gott, um ihn zu bestrafen. Deswegen heißt es ja schwäbisches Feuer. Und dann müssen wir ihm einfach Einhalt gebieten, aber nur, wenn das wirklich bei uns auch nennenswerten Schaden anrichtet. Das ist so die grobe Marschrichtung, die wir uns jetzt hier bewegen werden. Und das ist, ich finde das super interessant, auch die Geschichten mit diesen neuen Krankheiten. Wenn man es denn wirklich rollenspielerisch spielt, es geht natürlich auch anders, aber ich finde das super. Tja, das ist natürlich sehr schade für unseren Sohnemann, weil wir mögen ihn. Übrigens, by the way, unser Sohn hat mittlerweile auch ein eigenes Kind und der hat noch keinen Erben, also auch kein Vormund, kein Kind. Und unser Sohnemann hat mittlerweile auch einen Universitätsbesuch abgeschlossen. Sein Onkel trank sich zu Tode. Also schon ganz spannend. Wir können ja mal in unsere Charaktere reinschauen. Da ist jetzt nicht allzu viel passiert. Das kennen wir alles. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter und gucken mal, was hier wirklich passiert. Eine Fraktion. Kultur fördern. Oh, das ist wichtig in Villach. Ja, das ist eine wichtige Sache. Wir sollten auf jeden Fall damit weitermachen. Ist die Kultur schon wieder... Ist die weg? Nee. Aber wir wollen die schwäbische Kultur eigentlich hier überall haben, ne?
Ich hätte die schon gerne irgendwo da überall in Kärnten. Wer ist eigentlich das aktuelle Kulturbauhaupt? Das müssen wir gleich mal gucken. Aber ich würde schon gerne versuchen, die schwäbische Kultur... Bin ich richtig? Moment. Ne, Moment, das war Entwicklung. Das war Quatsch. Ich wollte... Kultur fördern, genau. Da, in Kärnten. Und dann gehen wir nach Krain und gucken, dass wir uns hier wirklich mal mit der schwäbischen Kultur etwas ausbreiten. Verona. Ja, das gehört mittlerweile auch zu uns. Ne? Wir könnten also tatsächlich auch mal hier an der Adria, in der Stadt von Adria, hier unten bei Bürgermeister Waldemar, der ja mittlerweile auch einen Anspruch erwartet. Da könnte man uns mal, aber der ist eine niedrige Geburt. Aber wir sind halt ein gerechter Herrscher, ne? Das wäre halt so eine Möglichkeit, dass wir sagen, wenn Giselbert oder irgendeiner hier mal, oder Graf Rambaldo hier das Zeitliche segnet, dann könnte man überlegen, dass wir das dort machen. Aber im Moment sieht es ganz gut aus. Ich denke, da haben wir momentan keine Notwendigkeit. Wer ist er? Graf Artau der Vierte. Exkommuniziert. Achso, du bist eh tot. Tanzte sich zu Tode. Antonius Feuer. Ja, das war damals übrigens tatsächlich so, diese Tanzkrankheit. Hohe Ansprüche. Meine Gemahlin Herzogin Beatrice stellt mir eifrig eine Frau vor. Mein Herzog, darf ich euch Ricciarda vorstellen? Sie hat den Anspruch auf den Titel der Großstadt von Venetien. Sie beugt sich vor und sagt, es ist mir eine Ehre, meine Fürstin. Leider wird mir dieser Titel vorenthalten. Es ist mir, also, wir sind zwar ein gerechter Herrscher, der Doce Domenico. Wer ist denn das? Und was habe ich mit ihm zu tun? Von Venedig? Hä? Ja, also... Ich wünsche ihr wirklich von Herzen viel Glück dabei. Aber wir haben daran überhaupt kein Interesse als ruhiger Charakter. Gerechtigkeit, ja. Als ruhiger Charakter, nein. Aber apropos Gerechtigkeit, wir sollten vielleicht mal gucken, was unsere Gefangenen so machen. Und wir sind ja bei Ida Rapoten. Die ist mittlerweile 5 Jahre hier im Hausarrest. Und ich würde sagen, wir richten sie einfach... Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir machen das nicht. Aber wir könnten gucken, ob wir sie rekrutieren. Ach, du grüne Neune. Ach komm, wir lassen sie gegen ein schwaches Druckmittel frei und dann ist gut. So, Sophie gelingt erstmals etwas zahnen. Ja. Okay, meine kleine Sophie. Mit meiner Erlaubnis halten meine Tochter Sophie und ihre Amme Einzug in mein Gemach. Frieda stellt sich wie ein Hofherr und offen verkündet, Lehnsherr, ihr werdet Zeuge eines monumentalen Ereignisses. Sophie hat ein mächtiges Geschenk für euch. Komm schon, gehen. Nur zu, Sophie. Sag es ihm. Vater, ich habe gerade einen Zahn verloren. Ach, herrlich, meine kleine Sophie. Hoffentlich kommt die Zahnfee. So, Kaiser Heinrich. Ja, nie mehr normannisch. Was? Der mutige König, was habt ihr... Wer ist er? Wir sind ein kleiner Herzog. Was interessiert mich der König von Wilhelm, König Wilhelm der Eroberer? So, wir folgen den Ruf und nehmen die englische Kultur an. Ja, soll das doch machen. Ja, das okay. Ja, alles easy. Soll das doch machen, ist doch okay, aber. What? Bitte? Was ist denn hier los? Eure Freundin greift an? Was? Moment, stopp. Was zum Henker ist hier los? Also, eure Freundin Herzogin Mathilde vom Herzogtum greift Kaiser Heinrich an? Unabhängigkeitskrieg? Die ist ja hart drauf, ey. Alter Falter. Wie viele Truppen hat sie denn? 3000? Gegen 6, das schafft die doch nie. Das sind 6000 gegen... Ah, gut, die hat natürlich schon mächtige Verbündete, ne? Mit
König Brett. König Bretislav von Ungarn? Herzog Bertrand der Provence? Eieieiei, das sieht sehr aus. Also, ganz ehrlich, da halten wir mal unsere Füße still. Wir haben da überhaupt, also, wenn ich ehrlich bin, wir haben da überhaupt kein Interesse dran. Wir wollen weder unsere Freundin vergriesgenaddeln, aber wir wollen aber jetzt auch nicht unseren Lehnsherren dort in die Suppe spucken. Das, nee, weiß ich nicht. Das, da machen wir gar nichts. Also da halten wir uns mal schön zurück und lassen die mal kommen. Und jetzt müssen wir aber auch nochmal uns hier die Seuchen angucken, die mittlerweile schon wieder verschwunden sind. Was ist hier los? Okay, es wird weniger. Ah, da hast du nochmal Glück gehabt, Sohn. Muss ich ja sagen. Eine unwürdige Herausforderung. Zuerst hielt ich den einfachen Fußsoldaten für einen Narren, als er mir auf dem Übungsplatz entgegentrat. Allerdings stellte sich der Kampf dann als deutlich härter raus, als ich erwartet hatte. Wieso? 10? Nur 10? Hatte ich nicht mal mehr? War ich nicht schon bei 11? Ach, weil wir ein alten... Oh, ernsthaft? Wir sind 60 schon? Eieieiei. 18! Ja, alles klar. Als ich erwartet hatte und nach wurde mir klar, dass ich nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden, ungezügelten Schlägen zu verletzen. Es ging plötzlich um Leben und Tod. Meine einzige Rettung würde darin bestehen, ihn schnellstmöglich zu entwaffnen. Ja, ich denke, den werden wir rekrutieren, ne? Ich finde den ja gut. Exkommunikation? Nein! Kaiser Heinrich wurde exkommuniziert. Eieieiei. Jetzt wird es ja interessant hier langsam, Leute. Und wenn wir so ein seltsames Geräusch. Gucken wir uns gleich mal an. Ich würde aber gerne nochmal einen Moment nochmal in unsere Höflinge schauen und unseren Hofantiquar. Wir haben immer noch keinen besseren, ne? Nee. Wir bleiben. Dann bleiben wir noch dabei. Ich denke, wir werden das auch noch weitermachen hier. Wir werden auch weiter zuschauen beim Herzogtum von Kärnten. Ich treffe nach einem langen, einsamen Spaziergang an meiner Feste ein. Ein weiteres Jahr ist vergangen, ein weiteres Jahr älter. Ich wurde heute vor 61 Jahren geboren. Je älter ich werde, desto mehr weiß ich die Beziehung zu schätzen, die ich über die Jahre gepflegt habe. Es macht mich so traurig, dass ich schon lange nichts mehr von meiner Ehepartnerin Beatrice und meinen Freunden gehört habe. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal zu ihr gehen. Und einfach mal gucken, ob wir sie verführen können. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Was für eine Überraschung. Alle meine besten und engsten Freunde haben sich versammelt, um mir das Beste zu Beginn eines neuen Lebensjahres zu wünschen. Es gibt sogar einen ganzen Tisch an Nachspeisen, meine Leibspeise. Ich dachte schon, alle hätten mich vergessen. Ich kann kaum glauben, dass Beatrice sich all die Mühe gemacht hat, na süßte, um diese Feier insgeheim vorzubereiten. Ich hatte ja keine Ahnung. Das ist doch schön. Mein Freund Ordulf tritt mit drei wunderschön verpackten Geschenken an mich heran. Ganz der Schalk, wie ich immer sagte, ich habe drei Geschenke zur Wahl für euch. Eines soll euch gehören, doch welches wird es sein? Oh, das Mittelgroße reicht vollkommen aus. Oh, ein Fechtbuch. What? Was? Nein! Ich hatte doch noch so viel vor. Ah, grrr. Was denn das? Also ich weiß, was das ist. Jetzt gibt's da Schwaben. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Herzog Bertha von Kärnten hat Frieden in den Arm Christi gefunden. Oh, ein Tag nach seinem Geburtstag. Das gibt's nicht. Altersschwäche, hat ein Haus gegründet. Ruhmstufe, pflichtbewusst. Hat seinem Land gut gedient, das muss man ja ehrlich sagen, als Herzog Hermann fortsetzen. Oi, Leute, jetzt ist natürlich jetzt mal stopp. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Also, wir haben Kärnten natürlich jetzt entsprechend vergrößert hier oben.
weil wir jetzt hier einiges dazu gewonnen haben, nämlich das, was er ursprünglich natürlich besaß. Das haben wir von unserem Bruder herausgetrennt. Und Kärnten an sich ist natürlich jetzt hier kleiner geworden, weil wir Verona verloren haben. Das gehört jetzt Herzog Gepard. Ja, das haben wir verloren. Das ist ja unser Bruder. Und das Ländle haben wir auch verloren, aber dieser Teil von Kärnten gehört uns noch. Also das ist jetzt die Erbfolge, wie sie hier eintritt. Aquileia, haben wir nicht hier auch ein Stück verloren? Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Aber dieser Teil hier gehörte definitiv zu uns. Und der hier gehörte auch zu uns. Der Teil hier war auch ehemals noch bei uns. Ja, schade. Prachtturnier, kein Lebenswandel ausgewählt. Jetzt müssen wir mal gucken, was er für einer ist. Also er ist ja durchaus ein sehr interessanter Charakter. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Er ist ein Säufer. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Hat er schon Tötungen? Du Heilige, jetzt wurde zur Strafe hingerichtet. Rutger, also er schreckt auch nicht vor Mord zurück. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und Inventar öffnen. Das können wir tatsächlich mal machen. Was hat er denn alles dabei? Guck mal, das Fechtbuch können wir noch anlegen. Einen ungeschliffenen Edelstein. Das gibt ihm mehr Bildung. Den Rest kennen wir. Tja. Er ist ein hinterlistiger, fauler, zorniger Mensch. Und wir gucken uns mal seine Modifikatoren an. Er ist ein introvertiver Stratege oder introvertive Strategien und extra wachsam. Also er passt extra gut auf und er ist ein zorniger Mensch. Er wird sehr leicht ärgerlich und wütend. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann kann er sich eventuell dazu aufringen. Aber er nimmt meistens den Weg des geringsten Widerstandes und Lügen und Betrügen liegt in der Natur von Herzog Hermann. Das muss man halt ganz klar sagen. Heieieiei. So, Schwäbisch ist Herzog Berthold von Schwaben, ist der Oberaufseher. Ja. Es ist, wie es ist. Katholizismus gehören wir noch dazu. Haben wir denn eine besondere Verbindung zum Katholizismus? Wir sind halt auch hinterlistig. Das ist auch eine Sünde. Also ich sehe jetzt hier auch nicht, dass wir eine besondere Verbindung zum Katholizismus haben. 184, miese. Ei, du meine Güte, ey. Eieieiei. Na, das wird spannend. Wir sind auf jeden Fall ein aufstrebender Herrscher. Wir sind bei plus 1. Also unsere Legitimität ist erstmal akzeptabel für alle, das ist schön. Und ich würde tatsächlich sagen, er bleibt im Bereich der Kriegsführung aktiv. Aber er wird ganz klar kein Stratege sein. Ich denke, bei ihm ist es tatsächlich eher die Autorität. Und er will tatsächlich Stratege werden. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir eher als Aufseher vorstellen, der die absolute Kontrolle haben will. Gerade weil er zornig und faul ist, will er einfach die Kontrolle haben über alles, dass er sich faul zurücklehnen kann und das quasi von seinem Bett aus alles organisieren kann. So ungefähr stelle ich ihn mir vor. Ja, ich denke, wir werden tatsächlich jetzt hier weitermachen und diesen Pfad mal runtergehen in Richtung Aufseher. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so sein Ding. So, freier Ratsposten. So, dann gucken wir uns mal den Rat an. Ah, was haben wir denn für Leute? Giselbert mag uns natürlich überhaupt nicht. Luitold. Graf Rambaldo, der mag uns auch nicht. Aber ich denke, Graf Rambaldo hat unserem Vater immer gute Dienste geleistet. Kann der irgendetwas besonders? Tja. Ich meine, der ist auch schon 55, ne?
Luitold kann auf jeden Fall kommen. Der wird wieder das Thema Ränkespiel haben. Ja. Genau. Dann gehen wir wieder das Thema Ränkespiel. Ratskämmerer könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Jetzt haben wir tatsächlich noch zwei Jobs und noch drei Leute. Jetzt ist... Tja. Wen geben wir was? Also mit 12 Diplomatie ist der Bürgermeister in meinen Augen der Beste für den Ratskanzler. Und hier, tja. Nein, ich denke, wir werden das Graf Rambaldo von Friau geben. Ja, genau. Okay, so, dann haben wir den auch besetzt. Meine Güte. Ja, sollen wir jetzt mal gucken, was hier gerade passiert. Beeinflussung von Wichbert. Wer bist du? Rivale und Ratsspitzel von Herzog Berthold. Von euch? Ein Rivale, wo bist du denn? Ach, da. In Grüningen. Nein. Stimmt. Ich erinnere mich, wir hatten eine Tochter von ihm verheiratet. Oder war es ein Sohn? Und den wollen wir ermorden? Okay. Moment. Aufgeflogene Komplotte? Jemand wollte uns ermorden? Du heilige Mutter Gottes. Wichbert soll... Wer bist du? Hast du irgendeinen wichtigen Job am Hofe? Wichbert, Ludwig, Walter, Frieda. Nö. Dann können wir das hier abbrechen. Ja. Mensch, krass. Also, da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Geheimhaltung 95%. Dann geben wir mal Graf Friedrich... zum Tode frei. Ja, schade. Wir haben einen Spielererben, das ist Hermann von Zähringen. Das ist unser Haupterbe. Wir müssen uns da auch in den nächsten Folgen dann mal um die Verhochzeitung von ihnen kümmern. Heieieiei. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir so früh sterben. Nicht vom Bischof gebilligt. Das ist mir eher... Genau, das finde ich noch wichtiger, dass wir Gottfried hier beeinflussen. Oh, er ist loyal. Das ist schön. Das freut mich, mein lieber Gottfried. Deswegen werden wir dich mal beeinflussen. Und ja, das gibt übrigens auch der Situation mit dem Herzogtum von Schwaben einen ganz anderen Touch. Warum? Ist das Herzogtum sehr schwach, wird von unserem Bruder regiert. Also die beiden haben die Liebesbläschen. Und wir mögen ihn so ansatzweise, aber das Gute ist, ich weiß gar nicht, haben wir... Ach, wir haben ein Bündnis. Ah, okay. Ja, wir können den Krieg nicht erklären, weil wir das Prestige nicht haben. Wir haben aber, wir haben ein Bündnis mit ihm. Das ist ja spannend. Wir haben ein Bündnis verbündet mit Herzog Berthold. Oh, das ist ja super. Und Adelbart von Arnsbach. Oh, das freut mich. Also, dass er mit seinem Bruder verbündet ist. Nee, also ich denke, solange er ihm nicht dumm kommt, Thema zornig, sind wir zu faul, um hinterlistig zu werden. Ich denke, so kann man das bei unserem Bruder jetzt gut beschreiben. Also ist die Sache hier, alle Aktionen unserem Bruder gegenüber schon mal gestorben. Also sehr interessant, dass wir wieder einen faulen Charakter haben. Aber faul heißt halt nicht ruhig. Faul heißt, das ist ja falsche Quatsch. Ganz normal. Hermann entscheidet sich für den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt nicht, er ist ruhig und bleibt eher zu Hause, sondern er ist nur zu faul, etwas Schwieriges zu machen. Das heißt aber nicht, dass er nicht an Aktivitäten und sowas teilnehmen würde. So stelle ich ihn mir schon vor. Gerade als zorniger Mensch, ein Trunkenbold, lässt er keine Aktion aus, bei einer Fete vielleicht mal mitzusaufen oder so. Aber er ist nicht derjenige, der dann vorne steht und große Reden schwingt, sondern er lehnt sich ganz bequem zurück und lässt dem Alkohol freien Lauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Herzog Hermann von Kärnten. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr auch.
Jetzt gibt es hier immer noch diese Unabhängigkeitsfraktion von der guten, nee, du nicht, von ihr hier, ja. Und nein, Bretislav ist mittlerweile eingekerkert. Eieieiei. Wisst ihr, was wir mal machen können? Wir können einmal checken, was wir überhaupt für Gefangene haben. Hartmann im Hausarrest. Was hat denn der uns angetan? Das ist einfach nur ein Gefangener von uns, ne? Enthaupten. Verliert 5 Meinung. Öffentliche Hinrichtung. Volksmeinung. Moment. Alle eure Gäste verlieren Erhängen, Rädern. Die Volksmeinung wäre plus 15. Aber was... Was hat er denn so Schlimmes getan? Dass der... Dass wir noch nicht mal... Setzt 25 Frömmigkeit ein. Wir kriegen ja wenigstens mal was. Und nur noch ein Geld im Monat. Eine lächerliche Mark pro Monat. Oder wie es auch immer damals hieß. Eieieiei. Nee, wir lassen das mal. Ich muss erstmal gucken, was der überhaupt getan hat. In welcher Beziehung? Er ist blind, ein Inuk, schuppig. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist genug gestraft. Ich schaue mir das mal. Lass uns mal da reinschauen. Der hat auch nichts gemacht. Hartmann, vielleicht finden wir das in seinen Erinnerungen. Nee. Ne. Tja. Okay, es ist, wie es ist. Ich versuche mal rauszufinden, was er getan hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.